So, dann wäre die nächste Idee zu sagen, also das, was wir jetzt gemacht haben, ist ja schön, ja. Also wir können damit jetzt, anstatt dass wir mit Zeitfunktionen rechnen, rechnen wir mit Zeigern. Und wenn wir mit Zeigern rechnen, ist ja der Vorteil, wir sparen uns Differentialgleichungen. Aus einer Zeitableitung wird eine Multiplikation mit J Omega, aus einer zeitlichen Integration wird eine Division mit J Omega. So. Und Problematik ist jetzt, naja, wenn wir jetzt mal Zeitfunktionen haben, die nicht sinus- und kosinusförmig sind, was machen wir dann? Dann können wir da nicht nur einen Zeiger daraus machen, dann müssen wir sozusagen ganz viele Zeiger daraus machen und rechnen mit diesen vielen Zeigern weiter, weil das immer noch einfacher ist. Aber wie groß diese Zeiger sind und welchen Phasenwinkel die haben, das sagt uns dann diese Fourier-Reihe. Ja, weil hier. Also die sagt uns, wir können eine periodische Funktion darstellen als Summe von Kosinus- und Sinusfunktionen. Und die Kosinus- und Sinusfunktion, so wie eben, die können wir jeweils wieder durch einen Zeiger darstellen, wo dann unterschiedliche Frequenzen drinstecken. So, und das ist so die klassische Definition, wie man die so aufschreibt. Und also Sinus- und Kosinusfunktionen mit unterschiedlichen Amplituden, unterschiedlichen ganzzahligen Vielfachen einer Grundkreisfrequenz. Und die Schwierigkeit, das auszurechnen, steckt eigentlich darin, wenn ich diese Koeffizienten haben will, dieses AK und BK, dann muss ich wieder Integrale lösen. Ja, und das ist irgendwie aufwendig und das, naja, für so ein Hallo-Welt-Beispiel kriegt man das von Hand hin. Für kompliziertere Beispiele wird das eben beliebig kompliziert und am Ende macht man es wie immer numerisch und lässt den Computer das irgendwie machen, indem man aus dem integralen Prinzip eine Summe macht und diese Summe ausrechnen lässt. So, und naja, die Aufgabe ist aber letztendlich auch das Standard-Wikipedia-Beispiel. Also im GT haben wir das auf jeden Fall gemacht. Ist jetzt mehr, genau. Also ist jetzt die Frage, wollen wir es jetzt machen oder nicht? Genau, oder was habt ihr dann raus, ja? Wir können ja kurz das Ergebnis diskutieren, genau. Genau, also die BK beziehen sich ja hier oben auf Sinusfunktion. Das ist eine gerade Funktion, die ist spiegelsymmetrisch zu der Y-Achse. Und die Sinusfunktion ist aber ungerade Funktion. Man braucht keine ungeraden Funktionen, um eine gerade Funktion zu synthetisieren. Deswegen sind die BK alle, sollten die BK alle 0 sein. Schreiben wir jetzt einfach hier direkt drüber. Also die BK kommt raus, sind alle 0. Weil, ja, nee, weil das eine gerade Funktion ist. So. Was habt ihr für die AKs raus? Na, warte mal, ich schreibe erstmal raus. Also A2, A4, Punkt, Punkt, Punkt. Die sind alle 0. So, und die AK. Also die anderen, die sich dann da ergeben, sind, was hast du gesagt? 2U0 durch KPI mit alternierendem Vorzeichen. Also mit sozusagen mal K, nee, minus 1 hoch K, ja. Es fängt mit einem Positiven an, dann brauchen wir irgendwie K plus 1. Ja, wenn man eine 1 einsetzt, kommt eine 2 raus. Minus 1 hoch 2 wird positiv, sollte so funktionieren. So, und das kann das sein, dass das jetzt aber schon für die, Ja. das ist schon für die Vereinfachte, richtig? Genau. Also das muss eigentlich schon sein, wenn man T durch, Ja.
Genau, wenn man Tau durch T einsetzt, also dieses 0,5, dann sollte genau das bei rauskommen. So, hat noch irgendjemand zufälligerweise das, wenn man diese Vereinfachung noch nicht einsetzt? Nee. Genau, okay, so. Und da gibt es nämlich noch eine allgemeinere Formel. So, also wenn wir AK allgemein ausrechnen, 2U0 durch K mal Pi. So, und dann mal Sinus K Pi und dann Tau durch Groß T oder sowas, ne? So, und ich meine, da können wir jetzt mal kurz überlegen, also wenn wir jetzt für Tau durch T genau diese 0,5 einsetzen. Genau, dann steht da ein halb oder dann steht da k mal Pi halbe. Ja, also dann würde hier unten eigentlich stehen, in der vereinfachten Variante steht hier Sinus von k mal Pi halbe. So, und wenn ich jetzt da für k1 einsetze, steht da Sinus von Pi halbe. Der Sinus von Pi halbe ist. Genau, ist 1, passt. Ist genau die gleiche 1, die in der Formel, in deiner Formel hier rauskommt. Ja? So, dann also wenn wir für K2 einsetzen, dann steht da Sinus von Pi ist 0. Das ist genau die 0, die auch rauskommt. Wenn wir Sinus von 3 Pi halbe einsetzen, kommt minus 1 raus, die minus 1, die bei dir rauskommt. Also das ist der allgemeine Ausdruck. Das hier unten ist der Ausdruck für die vereinfachte Variante. Ja. Und das sind, genau, also das ist B, das hier oben ist, das hier oben wäre sozusagen A, das hier unten wäre B. Ja, so, und jetzt können wir das noch irgendwie versuchen zu zeichnen und das Frequenzspektrum zu zeichnen. Und ich meine, jetzt kann man sich danach überlegen, was passiert denn für unterschiedliche T durch Tau? Ja. Da hast du noch keine Antwort. Okay. Ja, und wie würde sich das Spektrum für noch kleinere Verhältnisse von T durch Tau verändern? So, hat das irgendjemand gezeichnet? Ja, aber so, sozusagen so von Hand, richtig? Ja, Ja. ich habe Genau. Also, ich meine von Hand, und dann, ja, dann kommt so die typische Skizze von Hand raus. Ich meine, ich kann ja auch mal hier irgendwo noch so rasch skizzieren. ich glaube, ich habe es alles gefunden, aber es ist von. Ja, also ich meine, wenn wir jetzt die. Ach so, und wir brauchen noch ein A0, richtig? Bei A, bei 2U0 mal Tau durch T ist es einfach U0, richtig? Nee, ist U0, müsste ja nicht U0 halb rauskommen? Mal, ich glaube, die 2 ist falsch. Kann das sein? Müsste. Du hast das so raus. Ich täte sagen, die 2 ist falsch. Weil dann würden wir nämlich hier raus bekommen, A0 ist U0 halbe. Was sinnvoll wäre, wenn wir die Hälfte der Zeit das anhaben und die andere Hälfte der Zeit aushaben. Und hier ist es einfach U0. Also, naja, ich müsste. Na, warte mal, die hier oben. Ja, ach so, ja, ich glaube, nee, ich glaube, ich weiß, warte mal, ich weiß, woran es liegt. Aber ich will jetzt nicht das hier ausmachen. Also hier muss. Nee, nee, hier muss schon auf jeden Fall noch diese 2 hin. Ja, weil in der Formel oben steht A0 halbe. Und die macht dann die 2 wieder weg. Als so eine reine Definitionssache. Ja, also das A0 ist doppelt so groß wie der Gleichanteil, weil man dann in der Formel oben den halben Gleichanteil nimmt, richtig? Ja. So. Und ich meine, also wir wollen jetzt irgendwie diese Funktion hier. Ich meine jetzt mal so den einfachen Fall synthetisieren, die ist eine gewisse Zeit an,
dann ist sie genauso wie sie, genauso lang wie sie an ist, ist sie aus, dann geht sie wieder an, dann geht sie wieder aus und meine Skizze ist nicht so wahnsinnig schön und macht eben irgendwie genau das. Ja? So, und jetzt sagt uns hier die Fourier-Reihe, wenn wir das haben wollen, ja, brauchen wir also zweimal U0 durch K durch Pi. Wenn das K 1 ist, dann habe ich hier 2 durch Pi. Pi ist ungefähr 3, dann habe ich sozusagen 2 Drittel von dem U0. Warte mal, macht das Sinn? Ja, halt macht, ja. Also ich nehme sozusagen 2 Drittel von der Amplitude, also von der Amplitude, und baue damit eine Cosinusfunktion jetzt. So, also die ist dann ungefähr so groß, aber die ist ja hier symmetrisch um die Achse. So. Also das wäre meine erste Cosinusschwingung. So, und die muss ich jetzt genau um diesen Gleichanteil, nehme ich mal eine etwas leichtere Farbe. Ja, also das wäre hier genau das A0 halbe. Genau um das muss ich die jetzt nach oben schieben, diese rote Kurve. So, und dann sieht die rote Kurve irgendwie so aus. Und dann sieht man, okay, mit einer Sinusschwingung kriege ich natürlich kein Rechteck approximiert. Ja, logischerweise. Ich brauche jetzt irgendwie noch noch weitere. So, und was müssen die machen? Also, die müssen machen, dass das jeweils hier steiler nach oben geht und hier steiler nach unten. Ja, und die müssen diesen Puckel hier nach oben, nach unten ziehen und den Puckel hier nach unten, den müssen wir nach oben ziehen. Und genau das macht jetzt, also die zweite wäre 0, aber die dritte, da würde stehen, ich habe jetzt von der ursprünglichen ein Drittel der Amplitude. Ich habe, wenn ich oben in die Formel gucke, genau die dreifache Frequenz und ich habe ein negatives Vorzeichen. Ja, und wenn ich die dritte nehme, dann nehme ich jetzt mal hier irgendwie die nächste Farbe, grün oder sowas. So, also die soll ein, und ich zeichne die mal direkt verschoben ein, also die soll jetzt ein Drittel der Amplitude haben, ein Drittel von dem wäre vielleicht ungefähr das hier, ja. Die soll jetzt ein negatives Vorzeichen haben und die soll die dreifache Frequenz haben. Dreifache Frequenz einzeichnen ist immer das Schwierigste. Also die geht jetzt hier hoch, hier geht sie wieder runter, hier geht sie wieder hoch. Also ich versuche mal langsam zu zeichnen. Die geht hoch, die geht runter. Geht runter, geht wieder hoch, runter, hoch, hoch, runter. So, also das ist jetzt Drittel der Amplitude, negative Amplitude und das Dreifache der Frequenz. Ich kann ja keine schlechte Skizze geworden. So, und ich meine, wenn ich die beiden jetzt addiere, Rot und Grün ergibt Braun, ja, als Farbmischung. So, und dann gebe ich auch auf mit meiner Skizze. Also, was jetzt passiert? Der grüne Puckel zieht den roten Puckel nach unten. Ja, hier geht es steiler nach unten. So, der grüne Puckel zieht den roten Puckel nach oben. Hier geht es wieder steiler hoch. Die beiden Puckel heben sich so ein bisschen auf. Hier geht es steiler nach unten und so weiter und so fort. Also das Braune, was jetzt rauskommt, sieht schon eher wie eine Rechteckschwingung aus. Und das ist die ganze Idee. Ja? So, und ich meine, das können wir jetzt noch ein bisschen könnten wir jetzt nochmal auch in Octave machen. Und dafür muss ich aber jetzt mal meine Skizze hier wahrscheinlich ausmachen. Wie bin ich jetzt eigentlich überhaupt hingekommen? Ich mache mal nochmal so und mache mal Skizze speichern. Und mach mal das alles weg. Okay. So, wir müssen jetzt gleich nochmal die Formel sagen. Und damit wir das jetzt mehrfach nacheinander laufen lassen können, nehme ich jetzt mal einfach einen Editor und mache mal am Anfang ein Clear All und das Close All lasse ich mal weg.
Aber wir können jetzt ein bisschen hier von unserer Rechnung kopieren, indem wir mal von der vorherigen Rechnung, indem ich mal zumindest mal hier so Frequenz und Omega und T und so kopiere und einen Zeitbereich, weil den könnten wir ja ganz gut gebrauchen, ne? So. Und jetzt brauchen wir nochmal diese Formel für die AKs. Da, die wird mir fantastisch vorgezeigt. Also 2 mal Pi, nee, 2 mal U0 durch K durch Pi. Und dann hat man eigentlich dahinter dieses Sinus Tau durch T, richtig? Ich glaube ja, genau. K mal Pi mal Tau durch T. So, sehr schön. Jetzt brauchen wir noch ein U0. Das U0 setze ich mal, weiß nicht, auf 2 oder sowas. Also irgendein Wert oder weiß nicht, steht was in der Aufgabe drin? Mal kurz die Frage zu Karl. Oh, warte mal, ja. Nö. Also ich setze sowas immer ungern auf 1, weil dann sieht man ja keinen Fehler, ob man durch oder mal 1 rechnet. So, und hier, also ich kann auch schreiben durch K mal Pi. Das macht genau das Gleiche. Das vorherige spart sozusagen eine Klammer. So, und das Tau würde ich jetzt mal setzen, eben auf, für den Anfang auf t halbe. Ja? Und dann sollte das mit der allgemeinen Formel eben genauso passen. So, die BKs sind trotzdem alle 0, die brauchen wir jetzt ja dann eigentlich praktisch nicht. So, und jetzt können wir uns. Also jetzt müssen wir uns natürlich noch irgendwie Ks denken, ja, und K soll mal vielleicht von 1 bis 10 oder bis 11 laufen, dann könnten wir damit hoffentlich diese Ks ausrechnen und wir brauchen noch ein A0 und das A0 war einfach 2 mal U0 mal Tau durch T, richtig? Passt so. So, und jetzt können wir eine Schleife uns bauen, die von für K von 1 bis ist jetzt ein bisschen ungünstiger, was ich ja das gleiche K habe. Nee, eigentlich sollte das auch so gehen. Machen wir mal eine Variable dafür. K Max ist 11. Also da oben, oder ich nehme. Das ist doch gut. Wir machen das jetzt mal. So. Also das A0 rechnen wir oben schon mal aus. Und hier rechnen wir jetzt das AK aus. Ja? Und dann nehmen wir zu unserer Zeitfunktion U von T, dann nehmen wir die vorhandene Zeitfunktion, die müssen wir gleich nochmal bestimmen und rechnen da jetzt einfach AK mal Cosinus von Omega mal T drauf. Genau, und hier muss natürlich noch ein K mal Omega T stehen. Das ist jetzt Paarprogrammierung, ja, dass mehrere Leute gleichzeitig da drauf schauen, was hier so passiert. So, und das U von T müssen wir noch irgendwie vorbelegen. Und das U von T, da nehmen wir jetzt Einsen, genauso viel Einsen, wie schon in unserem Vektor T drin stecken. Und multiplizieren diese Einsen mit A0. Also jetzt haben wir alle Werte vorbelegt mit A0. Haben sozusagen unsere Konstante drin. Und wir müssen nicht A0 nehmen, sondern A0 halbe, sagt ja die Formel. Ja? A0 halbe und dann rechnen wir immer das drauf. So. Und dann sollte das eigentlich so funktionieren. Hoffen wir mal. Und dann machen wir mal. Da muss alle 2 Stücke. Und das K muss nur alle zwei. Aber eigentlich sollte das so funktionieren, weil immer jetzt für in dem Fall sollte ja das einfach 0 werden, was wir addieren. Aber ich das nicht. Durch das Sinus. Durch den Sinus sollte das. Genau, durch das Sinus sollte das 0 werden. Und jetzt plotten wir einfach T und U von T. So, und wir können ja mal, wir fangen mal nur mit der ersten an. Und ich
ziehe das mal zur Seite, dann sollte irgendwo ein Plotfensterchen aufgehen und ich muss das erstmal speichern und nenne das auch wieder Aufgabe. Was war das jetzt? 5 oder so, ja? 4, 3, 4, glaube ich, ja. Aufgabe 4. So, und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Irgendwo muss noch ein Fehler sein? Nee. Aber das Plotfenster ist noch offen. Und klar, jetzt haben wir das nur bis 1 gemacht. Jetzt kommt da noch keine. Wird es nicht rechteckförmig? So, jetzt machen wir es mal bis 3. Ja, dann passiert genau das, was man vorher in meiner Handskizze gesehen hat. Also immer jeweils das Maximum wird runtergezogen, der Anstieg wird steiler. Ja, das ist, meine Skizze ist jetzt weg. So, wenn wir das bis zur 5 machen, wird das schöner. Sind wir mal mutig, gehen wir bis zur 11. Ja, dann wird das schon einigermaßen rechteckförmig, gehen wir mal bis zur 101. Dann sieht das schon ziemlich gut aus. So, und das sieht jetzt deshalb so gut aus, ja, weil wir auch nur 101 Werte genommen haben. Also wenn ich jetzt hier mal 1001 Werte nehme, dann sieht das wieder scheiße aus. Weil man jetzt dieses, wie heißt das? Genau, und das hat auch einen Namen nach einer Person benannt. Das heißt Gipsches Überschwingen oder Gipsringing. Und also selbst wenn man jetzt, wenn ich jetzt hier wieder eine 1001 dran schreibe, das Skript wird jetzt, läuft jetzt natürlich, also sieht das wieder besser aus, liegt aber wieder daran, dass ich jetzt einfach zu wenig Werte habe, um was von den Schwingungen zu sehen. Mal gucken, ob ich jetzt den Computer schon gekillt habe. Ja, also man kann das. Also ist das dann eine Sache von Unendlichkeit? Also das geht nie weg, sagen wir mal so. Das wird da immer bleiben. Und eigentlich ist, wenn man mal so ein bisschen darüber nachdenkt, ist das auch total logisch, dass das da ist, weil, was machen wir denn gerade? Also wir versuchen, eine Rechteckpulsfolge nachzubilden durch eine Summe von Sinus- und Kosinusfunktionen. So, und Sinus- und Kosinusfunktionen sind immer harmonisch, die sind immer differenzierbar, sind immer ableitbar. Die sind immer smooth, ja, also die sind immer irgendwie weich. So, und die haben keine Sprünge. Und die Funktion hier, die hat aber Sprünge. Und die ist nicht ableitbar an gewissen Stellen. Und deshalb funktioniert es einfach nicht. Also ich kann nicht eine Funktion mit Sprüngen nachbauen durch Funktionen, die keine Sprünge haben. Geht einfach nicht. Und deshalb gibt es diesen Effekt. Und wie gesagt, den findet man auch in der Wikipedia, wenn man nach GIP, ja, GIPsches Phänomen, der Browser kennt es schon. Ja, das bei, also hier steht bei abgebrochenen Fourierreihen oder düdüdüm, also hier steht das so ein bisschen erklärt und hier ist genau das und genau das, was wir gerade gesehen haben und genau das, was wir gerade gesehen haben. Also das geht nicht weg. So, und letztendlich ist auch das genau der Grund dafür, wenn ich jetzt mal zurückgehe auf mein Dings und auf das hier und ich gehe mal wieder zurück auf die 1000 und die 100, ja, weil man ja vielleicht noch ein bisschen mehr von dieser Schwingung hier gesehen hat. So, dann ist jetzt die Frage, wo merkt und sieht man eigentlich was davon im normalen Leben und vielleicht außerhalb der EMV und der Elektrotechnik? Dieses Phänomen. Und wenn man ein Relais hat, was so schaltet, ja. Also weil das wie so ein Prellen von einem Kontakt aussieht, ja. So, was benutzen wir jeden Tag, den ganzen Tag? Handys, was haben Handys eingebaut? Kameras, wenn man ein Foto macht oder ein Video, in was für ein Format werden Fotos abgespeichert? Nee, also wenn man ein Foto macht mit dem Handy, macht das mit Sicherheit kein PNG. Also wenn man ein iPhone hat, macht das irgendein komisches Hike-Format, aber das ist, was das Apple sich ausgedacht hat. Wenn man ein ganz normales Handy-Foto macht, wird das in JPEG
gespeichert. So, wofür steht JPEG? Joint Picture Experts Group, also eine Gruppe von Experten, die sich mal irgendwann dieses Format ausgedacht hat. So, und was macht JPEG-Kompression? Eine JPEG-Kompression macht im Hintergrund im Prinzip genau das hier. Also es versucht, die Schwarz-Weiß-Werte von dem Bild, wenn man ein Schwarz-Weiß-Foto hätte, oder eben die Farbwerte von dem Bild nachzubauen durch so eine Fourier-Reihe. Und die ist aber praktisch zweidimensional, weil ein Bild hat ja zwei Dimensionen, hat ja X- und Y-Werte. So, und das heißt, in der JPEG-Kompression wird, das werden die Bilddaten nachgebaut und es werden praktisch diese Koeffizienten ausgerechnet. Und die hohen Frequenzen werden weggeschmissen. Und das ist praktisch die Kompression. Das ist das, was man spart an dem Bild. Ja, man speichert nur die niedrigen Frequenzen und die hohen Frequenzen schmeißt man weg. Oder man guckt, welche Frequenzen sind die relevanten Frequenzen in dem Bild, die speichert man und den Rest schmeißt man weg. Und im Prinzip genau das Gleiche macht man bei der MP3-Komprimierung, genau das Gleiche macht man, also da macht man das noch ein bisschen krasser, weil man wirklich guckt, welche Frequenzen sind wirklich die ganz relevanten Frequenzen, die speichert man, die anderen schmeißt man weg. Und hier jetzt auch bei dem Twitch-Stream, ein MPEG-Datenstream als Video ist im Prinzip einfach mehrere JPEG-Bilder hintereinander und ich gucke mir, ich speichere immer nur die Unterschiede zwischen den Bildern, um irgendwie eine effiziente Videokompression zu haben. So, wenn ich jetzt mal auf jeden Fall, um diesen Effekt zu demonstrieren, ja, wenn ich jetzt mal hier von Screenshot mache, Steuerung Druck, oder ich mache mal Alt, nee, ich mache mal einfach nur, es nee, sollte jetzt auf jeden Fall auch so in der Zwischenablage drin sein. Und jetzt suche ich hier wieder mein XNView-Programm, was hier noch offen ist, und füge mal jetzt den Screenshot als neues Bild ein. Jetzt kann ich hier reinzoomen. Jetzt ist das natürlich auch eine Pixelgrafik, ja, aber die sieht an sich jetzt noch gar nicht so verkehrt aus. Und hier unten steht irgendwo, wenn ich die Zoom-Leiste verschiebe, nee, steht noch nicht, aber die sieht jetzt hier unten, sieht man die Auflösung von der. Ist natürlich jetzt hier ein Full-HD-Bild, 1080p. Und jetzt speichere ich die mal einfach auf dem Desktop als Zwischenablage 2.png. PNG ist Portable Network Graphics. Das macht eine verlustlose Kompression, aber mit einem ganz anderen Format. Das reduziert im Prinzip einfach die Farben im Bild im weitesten Sinne. So, und jetzt speichern wir das nochmal. Jetzt steht auch hier unten, also das PNG-Bild hat 235 Kilobyte. Jetzt nehmen wir JPEG. Das führen wir hier oben irgendwo und gucken mal, das hat als Qualität 80% eingestellt. Das ist ganz okay. Speichern das mal auch. Da sieht man, das ist ein bisschen kleiner, 213 Kilobyte. Und wir speichern das mal nochmal ganz unkomprimiert als Bitmap. Dann hätte es 6 Megabyte. Ja, so, das ist ja immer genau das, was man spart durch die Kompression. So, jetzt mache ich das mal zu. Und macht das mal wieder auf. Also, wenn wir jetzt, wo ist denn hier die zuletzt geöffnete Dateien? Also, wenn ich jetzt das Bitmap-Bild aufmache und da mal reinzoome, das sieht natürlich genauso aus wie vorher, ist ja auch unkomprimiert gespeichert. Ich mache mal das PNG-Bild auf, zoome da rein, sieht im Prinzip aus wie vorher, war ja auch verlustlos komprimiert. Sollte ja auch so sein. Und jetzt mache ich das JPEG-Bild auf. Es sieht jetzt erstmal gar nicht so schlecht aus, aber wenn ich jetzt mal hier reinzoome, sieht man, das hat jetzt so Krissel bekommen. Das hat Kompressionsartefakte bekommen. Und diese Kompressionsartefakte, ja, die sieht man hier auch sehr schön, die tauchen immer genau da auf. Ich muss mal hier irgendwie so ein bisschen in so eine Zahl reinzoomen. Also die tauchen immer genau da auf, wo man eben in diesem Bild genau so einen scharfen Sprung hat. Also von weiß auf schwarz auf weiß. Auf schwarz auf weiß. Ja, oder hier von weiß auf schwarz auf weiß auf schwarz auf weiß auf schwarz auf weiß und so weiter. Und genau da, wo eben im Bild diese Sprünge sind, wo sich so ein Helligkeitswert stark ändert, genau da hat man eben dieses Überschwingen. Ja, weil dieses Überschwingen, egal was ich mache, das kriege ich eben nicht weg. Und das wird noch stärker dadurch, dass ich eben auch die hohen Frequenzen weglasse.
Ja. Oder im Prinzip, eigentlich ist das immer da, aber wir haben ja gesehen, wenn ich jetzt da genauso viel Werte nehme oder wenn ich, ne, genauso viel Frequenzen nehme, wie ich Zeitwerte habe, dann kriege ich das im Prinzip natürlich perfekt, also nahezu perfekt nachgebildet. Ich glaube, dass das jetzt nicht so gut funktioniert, ist jetzt, ich müsste wahrscheinlich genau, weiß nicht, hier genau 100 nehmen. Was passiert, wenn ich hier genau 100 nehme? Ja, nee, dann sieht man, funktioniert auch nicht so richtig gut. Ich glaube, ich müsste 101 nehmen und den letzten Wert wegnehmen. Ich mache mal T-End. Den schmeiße ich mal weg. Mal gucken. Also irgendwie muss man es schon hinkriegen. Nee, wird auch nicht besser, weiß nicht. Denn ich höre es auch zu raten, aber na, also. Nee, dass ich eigentlich wirklich jetzt eine perfekte Rechteckkurve sehe, also bis auf die endliche Anstiegszeit, die ich natürlich durch meine Zeitauflösung hinbekomme. Also mit ein bisschen Trickserei kriegt man das schon hin, dass das im Prinzip genau gut aussieht, aber das liegt daran, dass ich dann immer, das schwingt eigentlich trotzdem, ja, aber ich gucke mir immer genau die Nullstellen von der Schwingung an. Ja, das ist so ein bisschen die Idee. So, und also. Das hat man, JPEG-Audiokompression, das Problem hat man irgendwie immer. Ja, und keine Ahnung, es hat auch auf jeden Fall ganz viele Implikationen noch in Signalverarbeitung, irgendwie Filter auslegen, Signale und Systeme, weiß nicht, the list goes on and on. Aber wo man wirklich eigentlich jeden Tag damit zu tun hat, ist, ich mache ein Bild mit dem Handy, da ist irgendwo eine scharfe Kante drauf und ich würde in das Bild reinzoomen, dann sehe ich an der scharfen Kante diese Kompressionsartefakte. Und ich sehe die im Prinzip im Normalfall nur nicht, weil die Auflösung von dem Bild so gut, so groß ist. Ne? Das, so wie jetzt hier sehe ich ja auch nicht wirklich was davon. Ich sehe das ja nur, wenn ich reinzoome, dass das da eigentlich komprimiert ist. So, jetzt können wir noch, jetzt mache ich mal den Plot weg und jetzt plotten wir mal von 1 bis K Max oder von 1 bis 1100, 1101. Also ich schreibe jetzt mal das, die 101 doch noch in eine Variable rein und nenne die mal K Max. So, und dafür plotten wir jetzt mal die AKs. Ach so, und dann geht das nicht, weil wir die ja nicht abgespeichert haben. Also müssen wir mal das irgendwie so machen, dass wir hier AK von K speichern. Und dann müssen wir hier in der Formel natürlich ja AK von K einsetzen. Dann könnte, sollte, dürfte, müsste das funktionieren. Genau, und dann sieht das so aus. Und weil das jetzt, weil wir ja nur hier und hier und hier jeweils einen Wert haben und diese, die Geraden dazwischen ja nicht sinnvoll sind, ist ja nur eine lineare Interpolation, hätte ich gern einen Plot, wo wirklich nur an den Stellen ein Wert ist. So eine Spitze. Weiß jemand, wie das geht, wie das heißt? Schon mal irgendwie benutzt? Das heißt Stem. Und so ein Stem-Plot macht einem das hier, ja. Und dann sieht man eben genau, okay, also beim ersten haben wir eine relativ große Amplitude, die zweite ist 0, beim dritten, also hier haben wir ein Drittel, aber negativ, die vierte ist 0, ein Fünftel der Amplitude wieder positiv, genau dieses Alternierende. Ja? Und was man so ja, landläufig bei so Funktionen erwartet, zu höheren Frequenzen, das hier unten ist jetzt praktisch die Frequenzachse. Das ist die Amplitudenachse, das ist die Frequenzachse. Zu höheren Amplituden hin wird die Amplitude immer kleiner. Ja, und eigentlich, also wenn man so ganz scharf drauf schaut, so ein bisschen, also kann man vielleicht dieses, ich habe ein Sinus K durch K, ich habe so ein Sinus X durch X-Funktion. Sehen wir noch nicht, gleich sehen wir die. Wo taucht Sinus x durch x noch auf? Oder wie nennt man die? Ja, Sinus Kardinale, genau, könnte sein, dass das Sinus Kardinales ist, genau. Also Sinkfunktion, da kommt das Sink, genau. Oder Spaltfunktion, genau. So, und
Also was ja jetzt schön ist, wir können ja jetzt mal dieses, wir können ja das Tau jetzt kleiner machen. Also wir machen von T halbe gehen wir mal auf T Fünftel, so wie uns das vorgeschlagen hat, 0,2 mal Tau. So, machen wir das mal. So, und dann sieht man, jetzt ist, vorher hat man hier Tau halbe, da war jeder zweite Wert 0. Jetzt haben wir T Fünftel, jetzt ist jeder fünfte Wert 0. Und wir sehen hier so ein bisschen mehr so einen Sinus x durch x Verlauf. Ja, und wenn wir das weiter treiben, wenn ich jetzt hier daraus Tau Zehntel mache, dann sieht man schon noch mehr, dass das so ein Sinus x durch x ist. Wenn ich Tau Zwanzigstel mache, sieht man mehr. Und jetzt ist eben erst jeder Zwanzigstel Wert 0, jeder Zwanzigstel Wert 0, jeder Zwanzigstel Wert 0. Und man sieht so ein bisschen so sehr schön diesen Sinus x durch x Verlauf und der ist eben sink. Gucken, sollte doch die Wikipedia auch irgendwie was zu finden. Genau, Sinus Kardinalis, Kardinalsinus, Spaltfunktion, so sieht die aus. So wäre die Formel. Manchmal definiert man die so, manchmal definiert man die so, mit einem Pi schon im Prinzip da drin. Ja, und hier stehen ja auch ganz viele Anwendungen. Also in der Signalverarbeitung hat die irgendwie was zu schaffen und Beugungsgitter an einem Spalt. Irgendwie in der Fourier-Transformation steckt die mit drin und so eben auch in unserer Fourier-Reihe. So, und damit können wir, wo ist mein Aufgabenheft? Hier. Ja, können wir sozusagen zum Aufgabenheft zurückkommen und zu dieser letzten Aufgabe hier kommen, die ja noch so ein bisschen diskussionswürdig war. Also wir haben es jetzt mal für ein anderes T durch Tau skizziert. Wir können natürlich mal kurz gucken, wenn wir jetzt mal nochmal die Funktion hier plotten. Oder ich kommentiere mal hier wieder ein und mache einfach zwei Diagramme draus. Finger 2. Genau, aber wir haben jetzt, also wir haben das andere noch nicht geplottet und ich mache mal wieder sowas, dass wir mehr von dem Überschwingen sehen. Ja? Also dann sieht man, jetzt ist der Puls natürlich nur eine ganz kleine Zeit an, dann ist der Puls sehr lange aus und dann geht er irgendwann wieder an. Aber das mit der Fourier-Reihenentwicklung funktioniert eben trotzdem. Ne? Also in der Mitte ist das eben 0, schwingt das kaum und jetzt ist dieses Überschwingen und springt das eben hoch auf unsere Amplitude 2, passt eigentlich alles super. Ja? Hier unten sind genau die 20 Millisekunden Periodendauer, alles schicki. So, jetzt müssen wir noch das zweite Diagramm mal suchen. Das ist ja hier so. Ja, und ich kann auch noch mal zurückgehen, wenn ich das jetzt mit 10 mache. Dann wird der Puls eben ein bisschen breiter. Wenn ich das hier mit den 5 mache, wird der Puls noch breiter. Also das beantwortet, glaube ich, die Frage, was passiert, wenn man zu kleineren Verhältnissen geht. Richtig? Also, wie würde sich das Spektrum für noch kleinere T durch Tau verändern? Wir können ja mal noch kleinere nehmen. Richtig, das ist genau der Punkt. Also wenn ich habe jetzt ja nur, also wir gehen jetzt nur bis zu 100. Ich das jetzt mal bis 100 mache. Ja, jetzt haben wir nur so einen ganz kurzen Puls, ganz lange Stille und dann kommt irgendwann der nächste Puls. Und jetzt sieht man, jetzt gehen wir gerade so bis zur ersten Nullstelle in unserem Spektrum. Jetzt müsste ich das K-Max mal ein bisschen höher machen. Ich gehe mal auf 201. Ja, und dann sieht man, das ist im Prinzip genauso wie vorher, aber das Spektrum wird enger. An dem eigentlichen Verlauf, Sinus x durch x, ändert sich nichts. Aber die werden dichter und dichter und dichter zusammen. So. Und im Prinzip ist das genau die Idee, wenn wir jetzt sagen, ich will jetzt keine Rechteckpulsfolge transformieren, sondern ich will einen einzelnen Puls transformieren. Ich habe nur einen einzelnen Puls, ja, dann dauert das ja praktisch unendlich lange, bis der nächste Puls kommt oder sehr, sehr, sehr lange, bis der nächste Puls kommt. Genau, oder
Oder im Vergleich zu, bis der nächste Puls kommt, ist der Puls eben super, super, super kurz. Und dann kommt da eben ein kontinuierliches Spektrum raus. Also wenn wir so eine Fourier-Reihe haben wie hier, dann kommt da ein diskretes Frequenzspektrum raus. Das hat einzelne Linien. Ja, und die Linien hier, die sind jetzt schon super dicht beieinander, aber es sind immer noch einzelne Linien. Und wenn ich jetzt den Abstand zwischen den beiden Pulsen unendlich groß mache, sodass ich da eigentlich nur noch einen Puls habe, dann kriege ich eben, dann sind die Linien im Spektrum unendlich dicht beieinander, dann kriege ich im Prinzip ein kontinuierliches Spektrum bei raus. Und das ist genau das, was dann bei der Fourier-Transformation passiert. Also, wenn ich das jetzt hier ausrechne, ne, Definitionsgleichung, wir machen das für einen Puls, dann kommt für das Spektrum im Prinzip genau die gleiche Sinus-Kardinalsfunktion raus. Habt ihr die schon mal selber versucht zu rechnen? Also jetzt hier das Spektrum ausrechnen, hier, indem man das in. Hast du gemacht. Und da kommt auch Sinus. Genau, da kommt auch ein Sinus. Da kommt im Prinzip so eine genau ähnliche Funktion raus, weil das natürlich auch miteinander zusammenhängt.